Und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Warte, ich muss mal kurz das Mikro näher ranholen. So, steht nämlich ein bisschen weit weg. Stellen wir mal hier noch so alles ein bisschen ein. Das müsste man eigentlich vor der Aufnahme machen, aber gut. So, kann losgehen. Wir starten heute mal im Hauptmenü mit Absicht, weil ich euch mal zeigen wollte, hier gibt es ja diese Galaxy at War-Karte mit der Bereitschaft der Systeme sozusagen. Und in der ersten Folge hat man noch gesehen, da stand hier überall 50%. Jetzt habe ich ein bisschen Multiplayer gezockt, jetzt sind wir bei 63%. Ab und zu werde ich das mal noch ein bisschen machen, aber gut. Wir gehen jetzt mal auf Fortfahren, dann landen wir eh wieder beim wunderschönen Ladebildschirm. Und ich wollte mich auch nochmal entschuldigen, dass wir in der letzten Folge, dass es gestern keine Folge gab. Gucken, ob sich jetzt hier auch was geändert hat. Oh, guck mal hier, guck mal hier. Elcor-Flottille. Haben wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was dazugekriegt. Die Asari. Wen haben wir denn? Dr. Jellis. Saris, Wache. Wir müssen uns auf jeden Fall öfters auf der Citadel aufhalten. Da gibt es immer mal ein paar Leute, die bereit sind, ihren Arsch für uns zu riskieren. Im Internet habe ich gelesen, dass es eine gewisse Mindestanzahl gibt, damit gewisse Endungen verfügbar sind. Soweit habt ihr zu sagen. Sarah. Dein Kumpel, der zu Cerberus gegangen ist. Was von ihm gehört? Nein, ich habe den Kontakt abgebrochen und ihn gemeldet. Egal wie viel Gutes er früher getan hat. Ich will so eine Scheiße nicht in meiner Akte haben. Okay. Mäuschen. Commander, Dr. Ja. Checkwars lässt ausrichten, dass sie gerne unten in der Krankenstation mit Ihnen sprechen würde. Das wollte sie doch beim letzten Mal schon. Commander? Commander? Gut, neue Nachricht nochmal. Wir haben noch letztes Mal schon mit Dr. Chakwas geredet. Die war hier auf dem Crewdeck. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Weil die saß doch hier am Tisch. Hier? Nee, hier. Jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie wieder auf der Krankenstation. Das heißt, sehr verwirrend. So, was los? Shepard, wissen Sie noch? Wir wollten jedes Jahr eine Flasche Cerise Ice Brandy öffnen. Und diesmal zahle ich. Okay. Aber das ist noch kein Jahr her. Schon, aber in ein paar Monaten werden wir keine Gelegenheit mehr dazu haben. Also entschuldigen Sie bitte meine Ungeduld. Doktor, verwahren Sie die Flasche sicher. Wir öffnen sie, um damit unseren Sieg über die Reaper zu feiern. Ich bewundere Ihren Optimismus und freue mich schon darauf, wenn es soweit ist. Ja, hallo, wir sind Shepard, wir retten die Welt. Ist ja wohl kein Problem. Kriegen wir hin. Wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder auf eine neue Mission, ab ins Kampf-Info-Zentrum, auf zu Galaxy-KD und dann schauen wir mal, was uns für Möglichkeiten jetzt offen stehen. Hier haben wir jetzt 100%. Achso. Treibstoff haben wir voll. Dann könnten wir jetzt mal zu diesen ganzen anderen Orten wieder fliegen und uns dort die restlichen Punkte holen, die uns noch fehlen. Wenn uns nicht die Reaper wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Da ist nämlich was. Das Gute ist, wir haben uns nämlich alles schön aufgedeckt. Jetzt müssen wir sie nur noch einsammeln. So. Was haben wir denn hier Schönes? Scanner starten. Da. Schon wieder Treibstoff oder irgendwelche Güter oder Kriegsaktivposten. Oder Amali-Scharfschützeneinheit. Ja, damit kann man noch arbeiten. Sehr gut. Nein. Das wollte ich nicht. So, dann fliegen wir mal weiter nach Nahuala. Nahuala. Wer denkt sich die Namen eigentlich aus? So hat man hier schon. Ach, hier mal gar nichts weiter. Nein. Nein. Oh, Scheiße. Da. Ja, kommt mal, ihr Reaper. So, Treibstoff haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen. Das ist nicht schlimm. Wir gehen wieder mal hier Reaper raus. Umgang. Fliegen nach. Da hinten müssen wir hin. Da haben wir nämlich nur 66%. Das heißt, ein Teilchen. Also irgendwas muss da noch sein. Dann haben wir 100%. Wenn wir treffen. Hallo, hier, so. Und da war das letzte. Dann sammeln wir auch noch ein. Treibstoff. Sehr schön. Sondern haben wir hier auch überall 100%. Sehr gut. Damit kann man doch mal arbeiten. Dann fliegen wir jetzt zurück zum Massenportal. Wo auch immer das war. Da unten. Da fliegen wir hin. Da fliegen wir ein bisschen schneller hin. Los. So. System anfliegen. Nochmal zum Treibstoffdepot.
Treibstoff kaufen. Und dann zum Massenportal. Wo war das? Da. Und dann schauen wir mal, was wir uns auf der Karte hier alles so Schönes haben. Hier haben wir noch das geheime Artefakt. Das ist die Hauptmission. Die will ich noch nicht machen. Ehemalige Servus-Wissenschaftler, Servus-Labor. Vermissten Kundschafter nachgehen. Cerberus-Jägerbasis, die könnten wir mal ausschalten. Hätte ich jetzt auch irgendwie Bock drauf. Mal ein bisschen mehr Action hier. Guck mal, wir schalten mal die Jägerbasis aus, weil die Cerberus gehen mir eh tierisch auf den Sack. Was könnte ey. Nehmen wir durchs Master-Portal durch. Da ist auch wieder ein Treibstoffdepot. Haben wir hier noch irgendwas zum Scannen? Können wir irgendwas machen? Irgendwas finden? Irgendwas Schönes? Nö. Sieht nicht so aus. Gut, dann schnappen wir uns erstmal die Jägerbasis. Und eine kleine gefrorene, war nee. Das wird kalt, glaube ich. Aber wir haben unseren Special Schutzanzug. Wir holen uns als Unterstützung Edi und Ashley. Nehmen wir die BID, aber mit die Binnen, damit kann man gut arbeiten, denke ich mal. Mal gucken, was uns jetzt erwartet, außer hier die übliche Scheiße schon wieder. Achso. Waffen sind. Ja, Waffen sind endlich mal wie immer. Kann ich noch Upgrades einstellen oder so? Nö. Commander, der Feind hat in diesem Sektor einen strategischen Vorteil. Wegen der Jägerstaffelanlage, die sie angreifen werden. Wir wollen sie einnehmen, aber ihre Luftabwehr ist zu stark für einen Frontalangriff. Der Preis dafür wäre zu hoch. Wie soll ich also vorgehen? Durch die Hintertür rein, die Verteidigung deaktivieren, dann schicken wir Truppen. Viel Glück, okay. Commander. Ich habe Danke. Sichtkontakt. Über dem Hauptlandeplatz ist eine kleine Plattform. Ich kann sie absetzen, aber es muss jetzt sein. Ziehen wir es durch. Na dann, Gogo. Gadget. Sag ich doch, es sieht auf jeden Fall kalt aus. Ja, dann wird sogar mir hier kalt. Achso, Alina oder was? Nein. Die beiden sind bei, den Bereich Räumen, wir nehmen ja die Kryo-Munition mit, damit das für die Kollegen da noch kälter wird. Die schalten wir aus. So. Weg. Oh, da ist noch einer. Na, komm her. Na, komm, du brauchst mir nicht kommen. Komm, du brauchst mir nicht kommen. Ja, okay. Dann haben wir die. Da ist noch einer. Ein Eiswurzi. Hier haben wir nochmal ein bisschen Muni. Dann müssen wir da rein. Gibt es hier noch irgendwas Schönes? Und hier haben wir noch ein Schiffchen. Von den Cerberus-Fuzzis. Irgendwo ist einer zwar splittert. Da drüben sind also noch Gegner, wie es aussieht. Die Frage ist, wo? Da unten. Centurio. Na komm. Dann machen wir Hallo. Eigentlich noch irgendwo einer. Das ist Edi. Da ist noch einer. Ne, das ist Leawa. Dann war da hinten. Ach ne, wir haben ja wieder 5000 Edis hier. Da muss ich mir erstmal dran gewöhnen. Und diese, ich weiß nicht, ob das die Täuschkörper sind. So, hier haben wir nochmal ein bisschen Medigel. Hier ist die Computerkonsole, da gehen wir auch mal ran. Wöchentlicher Leistungsbericht. Sergeant Parker. Das gesamte Personal der Basis hat alle Formalitäten durchlaufen. Durchlaufen? Achso. Ach, durchlaufen. Ah, Integrationsprotokolle wurden erfolgreich aktualisiert. Was auch immer uns das sagen sollte. Da ist ein Gegner. Der überhaupt nicht weiß, wo wir sind, weil er blind ist und so. Dann müssen wir hier also lang. Auf welcher Taste haben wir denn? Da haben wir das. Da brauchen wir das Menü nämlich nicht mehr so unbedingt. Dann drücke ich einfach mal auf die Taste. Zack. Und schon können wir unser Blutbad mal eben so rausholen. Das hat jetzt gut 40 Folgen gedauert, bis ich das endlich mal rausgefunden habe. Beziehungsweise, wenn man keinen Multiplayer spielt, dann merkt man das gar nicht so, dass man das kann. Aber da ist es nun mal nötig. Na komm.
So, was haben wir hier noch schönes? Ersatzteile. Immer noch mal ein paar Credits für. Sieht aus, als hätten wir das Kontrollzentrum gefunden. Genau. Hier haben wir noch mal ein paar Ersatzteile. Und dann haben wir hier noch was Cooles. Hier. Verdammt. Hier als Konsole. Das wird eine Weile dauern. Commander, Feinde nähern sich und wir können nicht warten. Jemand muss die Verteidigung deaktivieren. Liara. Liara, ich zähle auf Sie. Sofort. Achtung, Commander, Sie werden gleich angegriffen. Commander, ich wurde aus meiner Deckung vertrieben. Ziehe mich auf minimale Sicherheitsdistanz so, zurück. War eigentlich noch irgendwas? Kein Problem, Contess. Verschwinden Sie von dort. Warte, bis Sie alles gesichert haben und teile dann der Einsatztruppe. Die Kanäle nach draußen sind gestört. Setzen Sie nur Ihre Verteidigung außer Gefecht. Um den Rest kümmern wir uns später. Erstmal Medien hier. Man kommt von allen Seiten. Faltet doch mal den Schildtypen aus. Kann so schwer sein. Schießen. Nein! Du solltest nicht das machen. Du solltest Kryo-Munition machen. Oh, fuck. Und du solltest vor allem Medikare reinschmeißen. Shepard macht wieder, was er will. Ich meine, wie kann man denn von jemandem erwarten, dass er Befehle befolgt, wenn der Commander das selber nicht macht? Tschüss. Wenn die Brandmunition fetzt, bestimmt auch ganz gut. Aber ich mag halt die Kryo-Munition. Dann frierst du die einfach ein, zack, sind sie weg. Feierabend. So. Danke fürs Ablenken. Was Munition? Ach, brauchen wir gar nicht. Die Verteidigung deaktivieren, hä? Ich dachte, Lara macht das. Achso, andere Seite. Okay. Shepard, größere Truppenbewegungen Richtung Landeplatz. Kein Problem. Dann müssen wir genau dahin. Okay. Das ist mal doof, dass die alle so ein Schild haben gegen den Tatum Sack. Da ist keiner weiter. Doch, da. Vorher hat man gar nicht getroffen, so. Diese scheiß Kampftechnik, aber. So, der ist weg. Da ist noch das Geschütz. Da müssen wir jetzt vorsichtig sein. So, jetzt ist der Kampftechniker weg. Oh, 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 au, 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 weg da. Das ist voll gemein, ja. Ich hatte den fast. Okay, nächster Versuch. Mann. Kryo-Munition ist drin. Okay. Gehen wir mal hier lang. Da ist auch noch Muni. Achso, ja. Dann kommen wir wieder da vorne raus. Genau, guck mal wieder hier oben hin. Wo war nicht mehr? Hier. Na komm. Erstes mal den Techniker hier ausschalten. So. Weg ist er. Und dann ist er noch. Läuft. Auf jeden Fall. Da sind noch welche. Auch weg. Da ist noch ein Kampftechniker. Und ein Nemesis und Centurio und Santa Claus und da ist der Techniker. Dieses Scheißgeschütz. So,
Cortez, ich höre Sie. Bitte kommen. Da sind Sie, Herr Commander. Ich musste erst die Störung überwinden. Gebiet gesichert. Signalisiere der Einsatztruppe. Moment, die Scanner zeigen etwas an, das in Ihre Richtung kommt. Kommt jetzt wieder was Großes? Setze bewaffnete Gegenmaßnahmen ein. Shepard, Achtung! Die Einsatztruppe kann nicht landen. Geben Sie alles, was Sie haben. Ja. Oh. Alter. Das ist kein Problem. Den Atlas mit Maschinen platt. Aua. So. Welcher Taste ist eigentlich das Medigel? Der 8. Also schwer den jetzt auszuknüpfen, was? Jetzt ist auch was weg. So, jetzt ist er down. Das war jetzt nicht so das Problem, wenn sie gesagt, ein Atlas ist kein Problem. Jemand verletzt? Nur kleinere Wunden. Nur psychisch. Ich habe ihr Leuchtgeschoss gesehen und die Einsatztruppe informiert. Sie ist unterwegs und wird die Kontrolle über die Station übernehmen. Ausgezeichnete Arbeit, Lieutenant. Ich komme und hol sie raus. Okay. Das war ja jetzt eine sehr komische Mission, so. Kleine Plattform geräumt. Das war ein wichtiger Sieg, Commander. Ein schwerer Schlag gegen Cerberus-Aktionen in diesem Sektor. Jetzt müssen wir die Anlage nur unter Kontrolle behalten. Das wird Cerberus uns nicht leicht machen. Wir Ihnen aber auch nicht. Dank Ihnen können wir Ihre Verteidigung gegen Sie einsetzen. Ihr Team hat gute Arbeit geleistet, Commander. Sie sollten stolz sein. Danke, Sir. Das ist alles. Hackett, Ende. Tschüss. Ja gut, ja, das war's ja dann schon. Wir haben auch noch mal ein bisschen Credits gekriegt. Dann gucken wir mal, ob das jetzt hier irgendwas gebracht hat. Wir haben Asari. Ach ja, die Scharfschützeneinheit, genau. Und ein paar Excerpts. Verbesserte Jägerstaffel. Aber man kriegt auch cool. Finde richtig gut, freut mich. Da haben wir wieder ein paar Truppen mehr, die den Reapern in den Arsch treten können. So, was habt ihr zu sagen? Es war eine Weile lang ziemlich beliebt. Sie haben die Kollektoren bekämpft, während der Rat nur Däumchen gedreht hat. Jetzt töten Sie Zivilisten und greifen unsere Verbindung. Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Okay. Commander? Commander? Eine neue Nachricht, danke. Von Jessica Frohm. Wer ist das? Sehr geehrter Commander Shepard, mein Name ist Jessica Frohm. Sie haben mir auf Benning das Leben gerettet. Ich habe viele Freunde verloren, aber mir gibt der Gedanke Hoffnung, dass die Erinnerung an sie in mir weiterlebt. Ich weiß, ich bin nur eine einzelne Frau, aber ich wollte sie wissen lassen, dass sie wirklich etwas bewegen. Gott schütze sie, Commander Jessica Frohm. Wer ist das? Ich kenne die jetzt nicht so. Oder ich bin schon ja völlig besoffen. Gut, aber gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich versuche dann die Folgen jetzt täglich 18 Uhr dann wieder rauszuhauen. Das ist bei mir immer ein bisschen eine Sache, weil im Moment habe ich sehr viel Stress, viel um die Ohren und deswegen schleift das immer so ein bisschen. Aber Minecraft kommt auf jeden Fall pünktlich, das ist versprochen. Also macht's gut, bis zur nächsten Folge und ciao, Zen.